Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Surviving Mars. Ja, ich glaube, unser Problem ist nicht, die Mars-Crew zu kriegen, sondern unsere Leute am Leben zu erhalten. Also wir sind bei 160, wir waren mal bei 360. Es werden weniger. Wir haben immer noch das gleiche Problem, ne? Wir haben hier Forschungspunkte technisch richtig Probleme. Wir brauchen immer noch 39% dieser Forschung. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen, so wie das aussieht, irgendwie nicht. Naja, Rohstoffe technisch könnte auch besser laufen, weil durch diese Forschungsgeschichte kommen wir halt mit diesen tiefen Ressourcen nicht weiter. Weil wir hätten hier ein tiefes Edelmetallvorkommen, zum Beispiel unter der Erde. Hier haben wir erstmal das Problem, genau. Dann hätten wir hier nämlich tief liegende Metallvorkommen. Sehr, sehr viele. Wir können hier auch irgendwie nicht weiterbauen, komischerweise. Also wir legen mal hier die Priorität ein bisschen hoch. Was baut ihr denn hier ab? Hier liegt Metall rum. Na, das ist aber schön. Dann haben wir hier wenigstens Metall. Sehr, sehr, sehr schön. So, der LKW. Wo steht der? Hier beim Aufzug. Okay, er muss wieder hier runterkommen. Hier liegt nämlich sehr viel Metall. Sehr viel Metall. Wir haben eigentlich alles da. Nur die Drohnen sind so doof, das von A nach B zu bringen. Deswegen haben wir eigentlich nichts da. Ne, bis die das hier ist halt ein dummer, langsamer Ameisenstock, Ameisenbau. Ne, bis das hier von A nach B gefahren wird, Befehlskette und so. Das dauert. Das nächste Ding ist, wenn der Metallextraktor hier läuft, müssen wir das von hier alles im Aufzug schaffen, weil von alleine wird der Weg da nicht hinführen. Komischerweise, ja. Naja, eigentlich schade, aber okay. So, wir warten mal auf den LKW. Der wird ja hier hoffentlich bald ankommen. Der ist auch voll mit Beton, ne? Ja. Ist ja kein Betonendlager. Warte mal. Ein Depot für Metall. Und ein Depot für... Nein, kein Universallager, sondern Depot für Beton. So. Wir müssen die Metalle alle nach die Oberfläche hochschaffen. So schnell wie geht. So, weil mit dem LKW wirklich am schnellsten geht, müssen wir das auch damit machen. Jetzt werden hier die Metalle eingelagert, das ist schon mal sehr schön. Aber so richtig geil ist er trotzdem nicht. Nein, nicht ausladen. Einladen, nicht ausladen. So, er ist voll. Okay. Ab nach einem Aufzug und da rauswerfen bitte. Dann kommt es nämlich oben irgendwann wieder an. So, wir machen mal langsam. Warte mal, wir haben eine Rakete zu landen. Hier ist Saatgut drin. Die ist voll, ab nach Hause. Die ist voll, ab nach Hause. So. A wave of despair sweeps across the globe. As people witness the futility of all measures against wildfire. Everyone feels that our time on Earth is running short. Uh-oh. Ja. Ja, okay, also die Lauffeuerinfektion hat sich mittlerweile auch auf die reichen Länder ausgebreitet. Dementsprechend ist da Chaos und Anarchie und es herrscht Infektionsstufe pandemisch. Nächste Stufe, Auslöschung. Aufgrund von Versorgungsengpässen sind sämtliche Nachschubkosten für die nächsten 20 Sols erhöht. Na toll. Also haben wir jetzt auch die A-Karte. Das ist ja klasse. Ah, 62%. Das wird nicht besser. So. Naja, gut. Wenn nicht, dann nicht. Dann müssen wir halt in den sauren Apfel beißen und einfach warten. Ist ja egal. Jetzt ist nur die Frage, wenn wir das nicht weiterhin mit Saatgut versorgen, sterben die Flechten wieder ab oder bleiben die? Das weiß ich jetzt aus dem Kopf, nämlich nicht. So, jetzt wäre natürlich die Frage, wenn die jetzt mit die 30, also mit die 30 Edelmetalle nach Hause fliegen, kriegen wir dafür dann nochmal weniger? Warte mal, wir könnten ja rein theoretisch mal gucken, so eine Frachtrakete mit Saatgut. Oh.
Krass, das sind ja 50% teurer. Na, da brauchen wir keine mehr losschicken. Okay, dann hat sich das auch erledigt. Das ist ja fantastisch. Ja nun, was machen wir da? Also wir können jetzt Edelmetalle horten, wie verrückt, ne? Aber dann wird uns das Saatgut ausgehen. Dann hat die Terraforming-Geschichte hier auch ein schnelles Ende, so wie den Anschein hat. Ach, es ist herrlich. So, hier sind wir fleißig am Fördern. Hier fehlt auch schon ein ganzer Batzen. Hier ebenfalls. Boah. Es läuft. Aber nicht gerade gut. So, 1300. Was denn hier mit Bevölkerung? Wird auch immer weniger. Jetzt wäre natürlich für mich auch sehr interessant, was ist denn, wenn wirklich alle weg sind? Läuft es denn weiter oder ist ja denn Feierabend? Weil eigentlich haben wir andere Ziele gehabt, ne? Ich wollte ja das Grün kriegen mit euch hier. Naja. Guck mal, ist nämlich wunderschön eigentlich, oder? Wenn das hier in den Seen reinläuft und plempert und wunderschön sprudelt und alle planschen können. Und wenn hier nachher Bäume wachsen, ist das der absolute Oberknaller. Und man kann irgendwann bei den Kuppeln auch die Kuppeln wegbauen und dann hast du eine schöne Freiluftstadt. So wie sich das auch normalerweise, ne? Ja, naja. Nur weiß ich nicht, wollen wir trotzdem Saatgut holen oder nicht? Bin mir da noch nicht so sicher. Wir sind hier bei 5%. Die Hälfte haben wir. Crop failure reported. Auch das. Ernteausfall. Nahrungsproduktion könnte ein Problem sein, ne? Wenn hier arbeitet zum Beispiel keiner mehr. Das ist sehr, 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 sehr schlecht. Oh, das... Ach du Schande. Die werden uns hier verhungern. Im wahrsten Sinne. Oh. Ich sehe hier starke Probleme auf uns zukommen. Deswegen meine ich ja, das ist eigentlich mit der Spielstand ist auf einfach. Das hier, die Pandemie, was uns passiert ist, ist eins das Schlimmste, was passieren kann. Das gibt's für alles ja nicht. Ha, jedes Mal, wenn ich das alleine spiele, ne, das läuft wie verrückt hier, da hast du hier, boom, der Planet ist grün. Ne, nehme ich das auf, machen wir da ein Let's Play draus, ist hier wieder Highlife. Naja, wir gucken trotzdem mal, was das hier wird. Vielleicht haben wir ja doch Glück, werden wir sehen. So, wir haben auf jeden Fall schon mal wenig Strom. In der Nacht. 5% oder 5 Nahrungsproduktion. Ich meine, wir haben noch viel Nahrung auf Halde. Das ist Gott sei Dank nicht das Problem. Aber irgendwann ist auch mal Feierabend, ne? Weil... Ja, hier arbeitet niemand. A colonist has died. Das ist ja ein Ding. 152 Leute haben wir noch. Wir müssen eigentlich die wichtigen Gebäude am Leben halten, ne? Und den Rest abschalten. So was hier. Ausmachen. So. Die können alle woanders arbeiten gehen. Was ist noch wichtig, was aus muss oder kann? Wo keiner arbeiten braucht. Das Ding hier. Aus. Die können woanders arbeiten gehen. Da, wo es wichtiger ist. Viel, viel wichtiger sogar. Die Ausbildung kann meinetwegen bleiben. Hier im Diner, wobei... Hier sind eh kaum Leute. Kunstladen können wir zumachen. Ah, jetzt geht langsam ums Überleben hier. So blöd das klingt, aber... Ich meine, die Saatgutproduktion brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt, ne? Hier ist eh keiner mehr am Start. Hier wäre noch einer. Dann geht lieber in die Nahrungsproduktion, Leute. Funding received. Oh, 1,5. Achso, beide zusammen. Ja, okay. 750 pro Rakete immer noch. Arbeiten hier Leute? Komm, wir machen die aus. Ich weiß, das ist doof, aber wir brauchen die Arbeiter in der Nahrungsherstellung. Dass wir da nicht leer laufen. So, hier haben wir, hier so eine Dinger auch drin stehen? Nö, hier haben wir sowas ja nicht. Bietet eine kleine Chance, ein Genie hervorzubringen. Bohrkosten vom Upgrade. Jo, hau raus. Hier müssen Leute arbeiten. Unbedingt. Die
Dinger können alle leer laufen hier. Meteor incoming. Nein! Oh, toll, das ist ja noch nie mal gebaut hier. Was macht das Heile? Jut wird repariert, alles klar. A colonist has died. Das ist ja ein Ding. 150 A colonist haben wir noch. Has died. 64. Wie viel? 1200 nur noch? Das ist halt das Ding, ne? Wenn die wegsterben, haben wir hier echt wenig. Aber die müssen hier drin arbeiten. Wir schalten die Hütte auch aus. Das muss ich auch ausmachen. Die müssen woanders arbeiten. Tut mir leid, Freunde, aber das hilft alles nichts. Ihr müsst woanders arbeiten. So. Wir brauchen hier die Leute. Ihr müsst Essen machen. Oh, krass. Aber wir haben immer noch stabil 150, Gott sei Dank. Wobei, das sind halt nicht viele Erwachsene. 28, ne? Im mittleren Alter. Ha, noch nicht mal 100, die hier arbeiten können. Auf Marsibor 99, 51. A colonist has died. Oh Gott. Ich sehe hier echt stramm so ein paar kleinchen Problemchen. Ja. Ist sie voll? Jo, Abfahrt. Frachtrakete. Was kostet mir denn das Ding hier? 340. Oh, hier passen so Zähne drin. Nö, dann lasst das mal. Frachtrakete. Wir können eh nicht anderen holen. Komm. Dann stehen die wenigstens nicht dumm rum. Die Kohle kriegen wir wieder rein. Mit jeder Rakete verdienen wir 750. Der Quatsch kostet uns 600. Machen wir minimal plus. Ne? Es war kein gutes Geschäftsmodell, aber ja, was willst du machen? Was ist denn hier unterirdisch los? Müssen wir wieder Metall ran schaffen? Denke ja, oder? Ja. Oh, guck mal hier, das ist ja voll. Das muss alles hoch. Hier unten brauchen wir die Metalle nicht. Das muss alles oben eingelagert werden. Oder besser gesagt, oben zur Verfügung stehen, dass wir dafür brauchen können. Das ist viel, viel wichtiger. Forschung? 64 immer noch. 1200. Das ist doch Käse. Eine Anomalie wäre geil, dass wir mal an so ein paar Forschungspunkte rankommen. Ich hätte auch sehr gerne Tiefenscan. Wo waren das? Da. 6300. Mit dem Tiefenscan könnten wir nämlich tiefer gelegene Rohstoffvorkommen erforschen, aber bringt das eigentlich wenig, denn wir haben eh keine Forschung verfügbar, um an die tiefen Rohstoffvorkommen ranzukommen. Musste nämlich auch noch erforschen. Ja, ich kann euch ehrlich gesagt ja nicht mehr so genau aus dem Kopf sagen, woran es beim letzten Mal gescheitert ist. Auf jeden Fall scheitert es hier an einer Epidemie. Das ist echt nicht cool. 144 oben drauf noch. Schon wieder 6 weg. Ja. Und der Forschungsfortschritt hier, das ist ja... Ach Gott. Ich bin echt gespannt, ob wir ohne Leute hier autonom überleben können. Wäre eigentlich ganz cool und interessant. Muss ich ehrlich sagen. Wir müssen dann aber raketentechnisch alles an Leute ranholen, was geht, ne? Vielleicht schaffen wir es ja auch mit 3, 4 Leute, dass die sich populationstechnisch alleine wieder vermehren. Wobei, das ist jetzt vom Genpool her so suboptimal, aber naja, mal sehen. So, entlade dich doch bitte da. Einmal alle Metalle rüberholen. Edelmetalle hält sich hier aber stark in Grenzen, ne? Naja, dann gucken wir halt, wie der Rover hier hin und her fährt. Hier kommen wir nicht durch, ne? Wäre zu gefährlich. Komm, wir holen den mal her. Ne, da kann er auch nichts machen. Schade, dann bleib da, wo du bist. Wo auch immer du bist. Sind hier irgendwo noch Geröll?
Stücke zum Entfernen? Ja, das da. Wo ist denn der Erkunder? Der steht da oben dumm rum. Fahr mal hier weiter. Kommst du hier dran vorbei? Das ist schon mal sehr, sehr schön. Ein paar Anomalien wären cool. Wenn du findest, wenn du hast, nehme ich gerne. Hier sind nochmal Edelmetalle, sehr schön. Fahr mal hier oben hoch. Mach mal weiter. Okay, fahr doch nicht da oben hoch. Da ist nämlich blockiert. Da ist auch blockiert. Kommst du da durch? Nee. Waren wir hier schon? Nee, da kommt er durch. Nicht. Toll. Hm. Warte mal, hier geht der auch noch weiter, ne? Schade, dass man hier überall Lampen bauen muss. So. Hast du entladen? Ja. Oh, guck mal, schon alles weggeräumt hier. Dann machen wir voll. Dann spielen wir heute ein bisschen LKW-Fahrer. Dass wir den ganzen Quark nach oben kriegen, den mit 350 Metall. Wie brauchen wir hier unten ja nicht. Abtrünnige. Wenn die Moral innerhalb der Kuppel so niedrig ist, kommen Abtrünnige zum Vorschein. Abtrünnige haben eine verringerte Arbeitsleistung und sorgen für Probleme. Sicherheitsstationen können sie für eine Weile unterdrücken. Aber um das Problem zu lösen, musst du die nötigen Schritte und... Ja. Ich habe andere Probleme als Moral. Sei froh, dass sie alle noch am Leben sind. Wie viel haben wir denn noch? Das ist ja in der Mail geworden, da siehst du. Ja. Also die fördern hier richtig krass Metall. Ist doch bald alle, ne? Okay, also wir können mit Rohstoffe gerade richtig aufstocken. Aber wir kommen... Geldmörtel erhalten. Wir sind bei 66%. Oh, das ist noch ein weiter Weg, ey. So, was ist denn hier? 4 Raketen können landen für Saatjut. Wir haben noch 103. Dann haben wir 203. A colonist has died. Hätte ich gar jetzt nicht gedacht. So, einmal alle landen, bitte. Pass auf, die kommen jetzt alle 4 mit immer runter. Das ist cool. Schöne Information von der Erde startet und Information auf dem Mars landet. So, wenn wir die alle 4 wieder starten lassen, kriegen wir 3 Milliarden. Also 3000 Millionen. Oh ja. Wir sind bei 6%. Die sehen hier oben fertig? Ne, die laufen gerade voll. Was ist mit Wasser? Bedarf und Erzeugung passt soweit. Okay, die Wassertanks sind alle voll. Wir produzieren viel mehr Sauerstoff als Bedarf da. Das ist schon mal sehr schön. Aber wenn die fertig sind, ne, dann geht hier los. Wie viel haben wir denn gebaut davon? Waren es 2 oder waren 3? Ne, 3. Hier oben ist noch einer. 64, 59 und 67. Naja, siehste. Wenigstens Watt. So. Die sind doch alle aktiv mit Edelmetalle, jawohl. Die können alle sofort betankt werden. Metalle sind wieder da, geil. So, wir haben ein paar Edelmetalle liegen hier drinnen. Nicht viele, aber ein bisschen. Ja, weil wir können hier oben eh nicht machen, ne? 138 Leute haben wir noch. Komm, ich würde mir die Kuppeln gerne ausblenden, dass wir die hier nicht immer im Hut unten rumbaumeln. Bringt mir eh nichts. Hier wohnt sowieso keiner. Von daher, schauen wir mal. Verrückt. 280 freien Wohnraum. 143 freie Arbeitsplätze. Und wir haben schon sehr, sehr viele Gebäude deaktiviert, ne? Wie sieht es denn aus mit der Nahrung? 23 wird produziert, 32 fressen sie auf. Forschung? 66 immer noch. Komm, wir machen mal hier richtig so einen Boost. Wir schieben mal ordentlich an. Wir können so lange im Untergrund gehen. Dann lassen wir hier dann Metall von A nach B fahren. Was leider mega lange dauert. Aber ja, machst halt nichts.
Das ist halt echt schade. Man könnte hier unten halt auch Flug-Shuttle bauen. Aber die musst du erst erforschen. Aber unsere Forschungspunkte hier, die sind ja hochgradig Käse. Naja. Das heißt abwarten. Warte mal, sind hier unten alle Endlager voll? Nee, das ist noch nicht so richtig. Aber vieles hier nicht mehr. Können wir hier noch irgendwo hinstellen? Dann ist hier aber alles parkiert, ey. Warte mal, das Stromkabel können wir wegmachen. Stromnetz durchtrennt. Ah ja. So. Hier wird doch gleich weggefummelt. Guck, alles weg. So, der fährt gleich wieder hier rüber. Wieder voll machen. Wenigstens das läuft. Ist schon mal schön. So, voll machen mit Metalle. Ha. Oben wohnen 139. Wenn wir ein Heilmittel haben, ne? Das wär's. Aber das dauert. Kriegen wir neue Leute? Nö. Mediziner und Wissenschaftler. Wo kommen die denn her? Seit wann können wir denn neue Leute holen? Zwei Bewerber. Oh, die müssten wir holen, ne? Oh, ja. Unbedingt, Leute. Unbedingt. Ein Mediziner und ein Wissenschaftler. Das ist genau das, was wir brauchen. Aber genau das, was wir brauchen. Resources are low. So, Polymere fehlen. Warte mal, wir müssen mal zum Aufzug. Der LKW wird gerade anrollen zum Beladen. So. Polymere. So, sollen sie von der Oberfläche mal holen? Wir werden den LKW dann hier gleich wieder rüberfahren. Der kann hier wieder entladen. Und wir gehen mal hoch. A colonist has died. Das ist ja ein Ding. Geil, wir können neue Leute holen. Sind die 20 Souls vorbei? Boah. Ich würde die voll gerne in so eine Nachschubkapsel drin stopfen und dann einfach losschicken. Die Rakete ist voll. Tschüss. 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 Die noch nicht, aber gleich. Und tschüss. So. Oh, guck mal hier. Es wird grün. Geil, wir haben die geschafft. Jetzt geht los hier. Da kann man sehen, da unten, ne? Da. Da wird langsam grün. Ja, super. Ne, so nach und nach, Stück für Stück. Wir kriegen das hin. Früher oder später. Mit oder ohne Peter. So. Dann haben wir eine Rakete verloren. Da, verfügbare Raketen. Passagierrakete. Wir nehmen die auf jeden Fall mit. A colonist has died. Ja, ja, ich hab zwei neue bestellt. Genau das, was wir brauchen. 68. Oh Gott. Oh Gott. Es wird nicht besser. Was natürlich echt geil wäre, wenn wir dafür... A colonist has died. Ich rede gerade. Wenn wir für die Forschung... Oh Gott, ich habe echt Angst, dass uns die Rohstoffe hier gleich alle aussehen. Ja, das könnte nicht gerade rosig für uns sein. Wird es nämlich gleich alle hier dem Metall vorkommen. Oh, oh. Und die wir angegraben haben hier? Ja, ich würde auch fleißig rausgefummelt, ne? Ah, der Verbrauch ist schon echt heftig. Wie gesagt, hier oben sind noch zwei. Und das war's denn. Dann ist ja an der Oberfläche Feierabend. 133. So, jetzt lassen wir nämlich mit volle Pulle laufen. Und so habe ich nachher am Ende nur noch gespielt. Guck mal, wir sind bei 6,6%. Sind die Seen voll? Nein. Nein, nein. Wenn die drei Seen voll sind, dann müsst ihr noch mehr kommen. Und dann können wir, ja. Und dann können wir hier nämlich Gräser ausbringen. 91, 900. A colonist has died. 0,03 macht er sogar.
Änderung pro Sol. Oder machen wir generell 0,03 am Tag. 6,8. 6,81. Von allen aktiven... Guck mal hier. Guck mal, von allen Gebäuden machen wir 0,4 am Tag. Glaube ich. So, Wasser? Ist noch stabil. 128 Leute nur noch. Passagierrakete. Weil wir keine Rakete haben, ne? Klar, kann ich verstehen. Nee, warte mal. Raketen nicht verfügbar. Okay, kann ich verstehen. Gut. 15 Milliarden, aber hier kriegen wir gleich 3 wieder. Dann sind wir bei 18. Oh, guck mal hier. Die sind gleich alle da und die ist auch gleich da. Haben sie sich wieder abgeklatscht beim Fliegen. Funding received. Siehste. Zack. Zack, wird schön hoch addiert. 3 Milliarden. Und die sind da. Die haben Nahrung dabei, ne? Ja, mega. Produktion 23, 29 Verbrauch. Oh. New colonists have arrived. 20 Apple an Bord. Okay. Ja! Wollen wir noch warten oder wollen wir die alle holen? Aber... Komm, wir holen die. Ist ja wurscht. Dann haben wir die Raketen hier, dann können wir wenigstens ein bisschen Geld verdienen. Wollen wir noch mal eine Frachtrakete holen? Saatgut. Eine haben wir noch. Zwei sogar noch. So. Die wird betankt und beladen. Die Leute sind raus. A colonist has died. Na, hoffentlich nicht die neuen. Das war ein Tropfen. Hallo. Tropfen auf dem heißen Stein, ne? Haben wir dadurch mehr Forschungspunkte? 1300. Bis ich gar nicht. Wir sind bei 70. Na, das könnte knapp werden, Leute. Ich bin echt gespannt. So, und die Tage, die... Oh, guck mal, 102 Tage haben wir schon. Also mit der Geschwindigkeit geht's ordentlich ab, ne? So, was ist denn hier? Produktion 60. Wir haben 11 Überschuss. Polymere haben wir ordentlich. Das ist halt nicht so viel hier. Könnte mehr sein. Also Metall brauchen wir unbedingt. Aber das ist halt, das hängt alles. Diese 90.000 Punkte, das geht gar nicht. Während 9.000 wäre ja okay, aber nicht 90. Von mir aus auch 10.000 oder 20, 30, aber keine 90. Das hält uns schon seit ein paar Folgen hin, ne? Das Thema. Das ist nicht schön. Absolut nicht schön. Haben wir noch eine Rakete? Ja. Ein Ingenieur. Isaac. So eine volle Rakete wäre schon lecker. Müssen wir aber lange für warten, ne? Beton ist fast voll. Wir müssten noch ein Betonlager bauen. A colonist has died. So. 128. Die ist fast voll. 5 Edelmetalle noch. Dann schicken wir die gleich wieder los. Nahrung 22, 29. Ja, wir brauchen halt echt Manpower hier, dass die Nahrung herstellen. Warte. Fremder in einem fremden Land. Einer der Satelliten unserer Sponsoren hat einige unglaubliche Fotos von der Marsoberfläche gemacht. Auf einem von ihnen ist ein nackter Junge zu sehen. Verrat. Der arglos umherspringt und auf der Marsoberfläche spielt. Nirgends ist seine Sauerstoffmaske oder ein sonstiger Schutz von der harschen marsianischen Kälte zu erkennen. Eine Planetenanomalie wurde auf der Karte verzeichnet. Geil! Zeig mal. Boah, 5 Mediziner. Also viel haben wir ja nicht, oder? Ergebnis unbekannt. Boah, die nächste Rakete landet gleich dann. Warte mal.
Wir haben drei. Wir haben noch nicht mal fünf Mediziner. Wir haben drei Mediziner. Hier. Boah, ey, Leute. Wir können die Mission nicht machen. Das wäre so wichtig. Los, Abmarsch. Was ist denn hier unten los? Du hast entladen. Dann komm mal wieder hierher. Mach mal wieder voll. Ja, die fördern aber heftig hier. Sobald alle. Dann haben wir hier unten doch Edelmetallförderung. Haben wir noch das hier. Okay. Wir könnten die Verstärkung wieder rausnehmen. Aber das ist ja noch nicht gebaut hier. Was fehlt euch denn? Oh. Elektrische Geräte. Okay. Dann weiß ich doch Bescheid. Macht der LKW irgendwas? Nö, der ist voll. Pass auf, der muss hierher fahren. Den Metall abladen. Und der muss ja hier elektrische Geräte mitnehmen. Alle unter Minimum. Immer ran, 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 Leute, ran. Mehr, mehr, mehr. Wir brauchen mehr von allem. Wir gehen immer hoch. A colonist has died. Das hab ich mir gedacht. So. Du hast jetzt zwei Typen dabei. Saatgut. Saatgut. Du könntest starten. Dann Abmarsch. New colonists have arrived. Geil! Wissenschaftler, Mediziner. Wäre so wichtig. Aber es ist kein Isaac mehr, ne? Für 20 Souls war die Bewerberliste deaktiviert, ne? Wollen wir die einfach alle ranholen? Das sind genau die, die wir brauchen. Ach komm, was soll's. Ist egal. A colonist has died. Was sagt die Forschung? 72. Boah. Noch 28. Das kann sich noch um Stunden handeln, im wahrsten Sinne. Und wir ziehen gerade übelst an der Uhr hier auf, ne? Also, hier wird ordentlich nach vorne geschoben, die ganze Geschichte. Mir macht die Metallförderung stark zu schaffen, wenn ich ehrlich bin. Wenn das hier nachher alle ist, dann sehen wir echt alt aus. Das ist echt ein Problem. Ich meine, hier sind wir noch human am Schürfen, das ist schon halb leer. Das hier oben ist auch nicht mehr dolle. Die Hälfte ist schon raus. Edelmetalle ist auch gleich alle. Wobei, da haben wir gerade keinen Stress, möchte ich sagen. A colonist has died. Das ist nicht so schön hier. Okay, warte mal. Wir haben vier Mediziner, wir brauchen neuen. Dann können wir die losschicken. Und ich habe keine Ahnung, was die Mission für uns bereithält, aber... Warte mal, wir lassen die mal stehen. Ja, Starship 5. Die anderen schicken wir alle nach Hause. Dass wir ein bisschen an Kohle rankommen. Saatgut ist auch gleich alle, ne? Dann ist hier eh Essig. Aber ich mag unseren kleinen grünen Fleck hier oder so das Wasser sein. Auf jeden Fall cool. Wie sieht's aus? 7,8. Na, siehste. So, hier wird wieder ausgeladen. Was schon drin war, kommt raus. Und hier drüben gleich rein. Dann schicken wir die auch sofort los. Sobald die voll ist. Welche ist zuerst voll? Ich glaube die hier, ne? 25, 26. ...27. ...28, 29. Da kommt 30. So, voll Abmarsch. Und weg. So. Wird gespeichert? Standbild? Schön. Oh Gott. Die ist auch gleich voll. Denn ab dafür. Wie viel haben wir jetzt hier? 4 von 11. Keine Rakete verfügbar. Schade. 00030 Abfahrt. Guck mal, der Betonlager ist voll. 128.
Wir gehen in den Untergrund. Einladen. Maschinenteile? Drei nur, schade. Warte mal, liegen wir irgendwo noch mehr rum? Funding received. Funding received. Ja. Das? Wir haben Geld bekommen. Wir sind bei 18,1 Milliarden. So, hast du alle, was du brauchst? Ja, dann komm mal hier hoch. Wir müssen nämlich so Sachen bauen. Wo waren wir denn? Wo sind wir denn? Hier müssen wir hin. Entladen da. Da können wir nämlich hier nochmal Metall schürfen. Hier liegen nämlich 1000. Versteh mal. Einfach 1000. Warte mal. Was ist denn, wenn wir das hier demontieren? Und hier volle Pulle machen. Sagen, macht es voll. Wird hier ja nicht erst hinkommen, oder? 8,2 Feuchtigkeit? Ich glaube, das geht ab, Leute. Der Rover ist da. Jetzt wird hier hoffentlich gebaut. Ja, Mann! Wie geil. So, wie ein weiter Metalle friemeln hier. Dass das hier nicht leer gemacht wird. Hier fehlt irgendwo eine Verbindung. Die Ameisenstrecke ist zu weit hier außen rum. Schöne LKW fahren unter Tage. Hm, Beton ist nämlich auch voll. Ein zweiter Aufzug wäre jetzt cool. Können wir sowas hier irgendwo bauen? Außerhalb der Grenzen. Muss auf einem Tunnel zur Oberfläche oder Zugang zum Untergrund gebaut werden. Na, wo ist denn sowas? Mano. Funding received. Supi. Wenigstens ein bisschen Kohle. Ist schon mal viel wert. So. Der LKW, der ist voll. Guck mal hier nach einem Aufzug drin rein. Entladen alles. So, wie sieht es denn hier aus? A colonist has died. Okay, es wird auf jeden Fall weniger. Funding received. Also, mach mal langsam. Wir haben einen inaktiven Extraktor. Beton ist alle, das ist nicht schlimm. Weg das Ding. So, was hier mit Metall? Oh, der ist auch gleich alle. Hm, jetzt ist die Frage, wollen wir uns hier ranwagen oder noch nicht so? Wir können hier ein bisschen Terraforming machen. Das wird hier oben erstmal ein bisschen glatt bügeln. So. Na, wir können hier schön erstmal alles einebnen. Da will eine Rakete landen mit 2 Leute. Bitte gerne, komm her. So, da sind nämlich hoffentlich Mediziner drin. Oh, jetzt haben wir nur noch 3. Ich brauche aber 5. Mann. Was mit Nahrung? 20, 27. Na, schwierig. Arbeitet hier überall einer? Hier schon mal nicht. Ja, ja, ja. Wir machen das mal auf hier. Wir können hier Leute rausnehmen. Hier arbeitet keiner, hier arbeitet keiner. Hallo. Oh oh. Die sollen nicht alle in der Bar arbeiten. Was ist hier mit Forschung? 76. Ach du Schande. Saatgut ist auch gleich alle. Hier ist kein Bewerber. Jetzt ist niemand da. Verdammte. Wie viel haben wir hier? 2 noch. So. Oh, 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 oh. Na, pass auf, wenn wir keine haben, dann lass sie mal beladen hier. Dann holen wir wenigstens ein bisschen Kohle ran. Weil ihr könnt mir vorstellen, der Wiederaufbau, der wird sehr, sehr teuer. New colonists have arrived. Aber ich finde schon mal cool, dass wir wieder Leute holen können. Ich meine, es ist sehr unattraktiv, weil wir haben halt keine Bewerber, ne? Raketen nicht verfügbar.
Kann man denn irgendwo einsehen? Ich glaube nicht, ne? Missionsprofil. Grüner Daumen. Warte mal. Internationale Mars-Mission. Koordinaten, bla bla bla. Forschung pro Sol 300. Edelmetallpreis 25 Millionen. Hohe Raketennutzlast 70.000 Kilo. Die bekommen nie Heimweh. Ne, ist ja geil. Nahrungsvorrat in Passagierraketen erhöht 10%. Raketen stellen Treibstoff her. Startet im Fertigbau einer autarken Kuppel. Raketenwissenschaftler. Starte mit einer zusätzlichen Rakete. Eigentlich haben wir übelst geile Grundvoraussetzungen. Die Pandemie hat uns richtig nach hinten geschmissen. Also richtig böse. Ganz, ganz doll böse. Bonustechnologien. CO2-Düsenantrieb schaltet den Shuttle-Hub frei. Geil. Kolonie umbenennen. Grüner Daumen. Ne, passt schon. Ha. Es wäre so schön, wenn nicht so schlecht wäre. Komm, wir spulen vor. Irgendwann muss ja mal Feierabend sein, oder? Auf jeden Fall haben wir Metall. A colonist has died. Der hier ist alle. Genau jetzt. So, können wir abbauen, den Onkel. Jetzt wird es mit Metalle schwierig. Warte mal, ist das da unten gebaut worden? Du stehst hier dumm rum. Fahr doch mal hier hin. Sammel das mal ein. Wird hier gefördert? Nein, wieso nicht? Was fehlt? Maschinenteile. Was ist denn, wenn wir die Unilager entfernen? So, Wunschmenge überall mindestens 1. Oh, das bringt nichts, ne? Er ist am Beladen. Zack, 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 zack. So, Maschinenteile müssen wir auftreiben, dass wir hier Metall fördern können. Hier liegen 3. Wie viel brauchen wir da oben? 5 noch. Oh ja, die kriegen wir zusammengekratzt von irgendwo. Aber hier liegen auch nochmal welche. Das sollte nicht das Problem sein. Oh, 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 oh. Forschung? 77. 1300 wird mehr. Warum auch immer? Keine Ahnung. Problem ist nur die Leute da oben. Die werden halt immer weniger. Insgesamt auf der Karte vorhanden. Es wird gerade mehr. Guck mal, Nahrung wird mehr. Okay. So, guck mal, wie sie sich drauf stürzen. Wie die Geier. Geht sofort ab hier. Einladen, Maschinenteile. Nimm alle. Einladen, Maschinenteile. Nimm alle. Was ist das denn hier? Besondere Rohstoffe sind hier auch vorhanden. Na klasse. So, dann hätten wir die 5. Dann bringen wir das mal nach hier oben. Bei Beton ist glaube ich da, oder? Entladen. Ja, Beton ist voll. Ich will hier an die Metalle ran. Das ist ganz wichtig. Weil sonst sieht das schlecht aus hier für uns. Auf Dauer. Das nächste Ding ist, ich würde das gerne hier runter transferieren. Irgendwie. Ach, jetzt wäre eine Eisenbahn geil. Können wir hier unten eine Eisenbahn bauen? Nö. Einen Rover können wir konstruieren. Verschiedene Typen. Nee, einen Bulldozer will ich nicht. Unterirdische Mikrokuppel. Tja. Nö. Wie viele Leute haben wir da oben noch? 117 nur noch. Hör mal auf. Wir haben keine Rakete zu Hause. Die sind alle hier. Warte mal, wollen die alle landen schon? So, er ist am Entladen. Das Ding wird jetzt gebaut, ne? Oder haben die das weggeschleppt? Woanders hin? Nö. Oh. Nee, der jetzt holt er das. Gott sei Dank. Warte mal, hier stapelt sich auch schon Metall. Jetzt wird die gebaut. Metalle!
Ehre. So, und gleich verstärken den Onkel. Nimm mal alle Metalle mit. Alle Metalle. Bitte, danke. Hier liegen auch überall Metalle rum. Oh, oh, oh. Jetzt wäre interessant. Also das ist wahrscheinlich Ressourcen, was die Drohnen hier irgendwo gefunden haben, was hier rumlag, oder? Aber jetzt wäre trotzdem interessant, ob hier unten auch die Kabel und so mal kaputt gehen. Ob die gewartet werden müssen. Können wir andere Farbe machen, ne? Ich finde die aber in Weiß ganz schön. So, was ist denn hier oben los? A colonist has died. Halt, stopp, langsam. Erstmal hier Raketen landen lassen. Die ist voll, tschüss. Die ist voll, tschüss. Saatgut. Ziemlich fast alle. Saatgut. Saatgut. So, was ist denn hier los? Inaktiver Extraktor. War das jetzt Wasser? Wasser. Oh. Okay. Ist das ein Problem? Nö. Neu-City-Projekt. 300 Forschungspunkte kriegen wir dafür für 100 Metalle. Wir haben alle Raketen gerade weggeschickt, deshalb wieder richtig schlau. Na, mal gucken. Was sagt die Forschung? 79. Würde uns auf jeden Fall helfen, wenn wir was machen. Ach, das kannst du dir nie ausmalen hier. 110 Leute noch. Haben wir wenigstens Anwärter? Können wir noch nicht mal gucken. Keine Rakete da. Uiuiuiui. Ui, ui. So, komm, lass die mal landen. Die bitte nicht mit Edelmetalle beladen. Du bist Starship 2. So. Mal gucken, ob das was wird. Wir probieren mal. Oh, mit Edelmetalle beladen. Ja, sehr schön. Saatgut ist da. Ist nicht viel, aber ist da. Drei haben wir hier. Zwei fliegen zur Erde. Alles klar. Rakete kaufen. Was kostet? Möchte gerade nicht. Sei ganz ehrlich. Traue ich mich gerade nicht so. Ah, verdammt, 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 verdammt. 79. Noch 20%. Und der wird immer schlimmer, weil wir haben echt... Oh Gott. 110 Leute. Könnte interessant werden, ne? Wir schauen mal. Im Untergrund. So, neuer Hilfe. Dann müssen wir heute LKW fahren hier. Das... Oh, das gleich alle. Dann ist hier sowieso Feierabend. Aber wir haben ja das neue hier hinten angegraben. Man muss aber der LKW noch weiterfahren, ne? Oh. Na ja, gut. Schauen wir mal. So, wir lassen hier den LKW beladen. Der ist ja schon da. Flinker, kleiner Sack auf jeden Fall. So, Beton ist auch voll hier unten. So. Aber, warte mal. Alles andere kommt doch. Edelmetalle kommen. Wasser haben wir genug. Die sind noch voll. Können wir noch angraben. Hier sind richtig viele Edelmetalle. Warte mal. Der kann das wegräumen. Du kommst hierher. So. Höre, Göre. Können wir jetzt mal... Wieso wird nicht... Nein! Unterirdisch hat Marsbeben. Jetzt ist hier alles im Arsch. Mach das weg. Ist eingestürzt hinauf, das Olle. Oh, oh. Alter, 213 Wassererzeugung hier unten. Oder sind insgesamt? Oh Gott, ist alles kaputt. Funding received. Mach das weg. Es gab Geld. Oh,
Wegräumen. Wird die jetzt beseitigt hier? Warte mal, da sind sie gerade bei. Oh Mann, ey. Hier ist aber richtig. Wer bist du? Ein seltener Metallextraktor. Ist hier noch mehr kaputt gegangen? Bestimmt, wa? Oh Gott, das ist genau das, was ich nicht brauche. Und ich habe gehofft, hier unten ist alles safe. Ja, an die Schüssen rechts ran. Naja. So, wird das hier weggeräumt? Ja, die sind schon am Reparieren. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Hier ist noch Party Hard. High Life, ja. Aber die Drohnen sind am Sache machen. Oh, der hat ja kein Endlager hier. Der arme Teufel. Warte mal, da kann ich ja Abhilfe schaffen. So. Bitte wegräumen. Die sind halt voll am Stress hier, ne? A colonist has died. 110. Hör doch auf. Die ist voll. Abmarsch. Die ist auch voll. Abmarsch. Haben wir eine Rakete zu Hause? Zwei. Starten. Wir brauchen jeden. Jeden Einzelnen, ne? Jeder macht hier irgendwie... Oh Gott. Saatgut ist auch alle. Frachtrakete, Saatgut. Starten. Wir hätten hier auch voll ballern können eigentlich, aber ich will hier kein Minus machen, weil guck mal hier, was hier abpfeift. Sauerstoff und Wasser hier übelst weg, alles im Untergrund, ne? Das muss ganz schnell repariert werden hier, sonst haben wir richtig Problem. Die sind aber schon am, oh Gott sei Dank. Die sind hier schon kräftig am Wegräumen. Hier ist auch noch Problem, hier wird hoffentlich repariert, ja. Hier war da noch irgendwo was eingestürzt, oder? Die sind bitte voll. Warte mal, die haben ja kein Metalllager. So. Der LKW, der steht hier am Lift. Oh, 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 oh. Mehr war ja nicht kaputt, ne? Hier sind sie ja hoffentlich dabei. Die Drohnen haben halt Stress, ne? Hier müssen sie reparieren. Die sind auch schon am Reparieren. Ja, hier ist sie fliegt. Okay. Alter. Guck mal, was hier abpfeift. Strom haut ab wie Sau. Und Sauerstoff und Wasser ohne Ende. Weil wir fördern von hier unten richtig. So, das Rohr ist kaputt. Leute, macht das Rohr heile. Oh, perfekt. So, jetzt wird hier unten endlich weggeräumt. Okay. Das Ding muss repariert werden. Die sind doch genug da. Der LKW? Der ist gerade am B-Laden. Sehr schön. Dann ab nach dem Fahrstuhl damit. Oh, das nervt hart. So eine Handelsroute wäre geil, wenn man sowas einrichten könnte. Das wäre echt cool. 1,1 nur noch. Wir sind bei 81. Das wird eine richtig knappe Nummer, Freunde. 111. Erwachsene. 18 Erwachsene. Hä, was ist denn los? Ehrlich? Oh, yo, Sauerstoff ist ja schon abgepfiffen, ne? Da müssten wir nochmal ein paar Sauerstofftanks bauen. Wo machen wir denn das? Der See pumpt. Jo, warte. Langsam. Ey, geil, warte mal. Wir können jetzt die ganzen Dinger umstellen. Geht das mit Steuerung? Ja. So. Gras. Gras. Geil. Jetzt machen alle Gras, oder? Wir haben immer Flechten. Und zweimal Gras. Jo, jetzt geht los, Freunde. Jetzt wird grün gemacht. Zeig mal von oben. Na bitte, so langsam kommt es doch. Wir werden zwar untergehen, aber da kriegen wir vielleicht ja doch noch hin. Auf jeden Fall machen wir die Mars schön. So, Edelmetalle, das ist auch bald alle. Hier unten wäre noch was.
Metalle mache ich mir echt Sorgen. Weil der hier macht auch nicht mehr lange, ne? Nee. Die drei haben wir angegraben. Dann haben wir die hier noch. Das ist echt Notreserve hier oben. Hier liegen nebenbei bemerkt Rohstoffe rum. Einsammeln. Und dann können wir hier weiter einplanieren. Wir machen eine Ebene. Warte mal. Brauchst du eine wegfahren? Mach das mal. Mach mal hier schön glatt, bitte. Danke. Räumung läuft. Okay. Ah, wir haben gerade keine Rakete da. Er fliegt, ne? Drei Souls ist der weg. Verbleibende Zeit. Okay. Die fliegen nach Hause und die kommen nach Hause mit Passagiere und Saatgut. Okay. Wir können eigentlich mal eine teure Rakete holen mit Saatgut, oder? Dass wir hier mit der Grasbepflanzung weiter vorankommen. Wie sieht es denn nahrungstechnisch aus? Ah, also wir haben hier... Ne, die Lager sind noch relativ gut gefüllt. Also könnte was werden, könnte aber auch nach hinten losgehen. Wir müssen mal gucken. Aber... Was ist mit ihm hier? Du bist voll, ne? Ist doch real. Lad den ganzen Quatsch da ab? Sag mal, seit wann fragst du sowas? Guck mal, die machen bald alleine hier, ne? Die Drohnen, die sind fleißig. Aus dem Commander hier. Funding received. Geil. So, 110 Tage haben wir schon. 110 Leute. Ist doch stabil bei 110, ne? Irgendwie sterben gerade keine. Kann nicht sein. So, und Saatgut. Haben wir eine Rakete zu Hause? Ja. Ja! Ingenieur, Geologe, Mediziner, sofort starten. Wir nehmen die. Wir brauchen eh alle. Es spielt ja keine Rolle. 82. Alter. Guck mal. So. Frachtrakete, Saatgut. Ist das teuer. Starten. So. New colonists have arrived. Das ist geil. Aber jetzt sterben keine mehr. Haben wir das endlich geschafft oder was? So, das Lauffeuer hat die menschliche Zivilisation beinahe ausgerottet. In abgelegenen Gebieten der Erde gibt es noch vereinzelt Überlebende, doch auch sie fallen der Infektion nach und nach zum Opfer. Okay. Dann ist das so. So, wir haben ein bisschen Saatgut, reicht nicht lange, aber wir pflanzen Gras an, Kollegas. Das ist der Hammer. Irgendwo muss hier Gras wachsen schon. Ist natürlich wieder dunkel, war ja klar. Da, am See! Nee, doch, nee. Ist einfach nur dunkel. Boah. Wo denn? Das glaube ich nicht. Guck mal, Beton. Beton geht richtig ab. Metall macht mir viel mehr Sorgen. Guck mal, wir haben weniger Produktion, wie wir Verbrauch haben. Ja. Haben wir noch Raketen zu Hause? Leider nein. Okay. Forschung 83. Na! Jetzt haben wir gar keine Leute mehr in Forschungsgebäude verfügbar. Wir sind jetzt nur noch mit den normalen Dingern, die wir haben, ne, unterwegs. Ist schon wieder einer weniger geworden. Aber mittlerer Alter, warte mal, Produktion? Knapp. Okay, das könnte interessant werden, Freunde. Wir gehen nochmal in den Untergrund. Der LKW hat entladen. Der LKW muss nochmal beladen. Und... Ah, ich habe ja doch irgendwie so... die Hoffnung, dass es vielleicht was wird. Weil wir haben wieder Bewerber. Wir können wieder Leute herholen. Die sterben wir auch genauso schnell, wie wir sie ranholen. Aber vielleicht ist das ja dieses Stückchen, was wir brauchen. Ne? Der... Ah, 1200. Guck mal, sind wieder welche arbeiten. 83. Wir brauchen noch 17% Forschung. Und nebenbei, Saatgut ist so wie alle, aber wir machen Gras. Die Flechten bleiben, ne? Wir streuen weiter Flechten, aber jetzt überwiegend eigentlich Gras. Mal gucken, wächst hier schon irgendwo Gras? Auf jeden Fall sind die Seen voll dabei. Wir haben schon fast die Hälfte an
Temperatur nach oben geschafft. Das ist ja mega geil. Supi. So, was sagten die Oberfläche hier? Wird schon langsam grün jetzt oder immer nur noch die Ecke da unten? Ja, guck mal, ja, guck mal, wird besser. Es wird doch. 300 Forschungspunkte kriegen wir dafür. Was war hier? 5 Mediziner. Na, die haben wir doch nicht. Oder haben wir die? Ne, wir haben 4. Verdammte Hacke. Und keine Rakete. Okay. Beim nächsten Mal müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie so mal ein paar Leute zum Mars kriegen. Und wir können ja immer schön fleißig Edelmetalle verkaufen. Und wir müssen Saatgut rankarren. Na, die nächste Saatgutrakete kommt ja. Und 4 neue Passagiere. Ich bin gespannt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es heißt, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. Wir gucken mal. Also die Seen laufen, wir können Gras anpflanzen und wir haben neue Bewerber. Alle Zeichen stehen auf Go. Zwar so mit so einem halben abgesiegten Daumen, aber stehen auf Go. Wir gucken mal. Also bis dahin, mach keinen Quatsch, renne hauen.